So, willkommen zu meinem allerersten Commentary von Modern Warfare 3. Wir spielen Team Deathmatch auf der Map Fallen. Ja, und auf dieser Map habe ich mit zwei Waffen gespielt. Am Anfang mit der SCAR-L und der MP9. Und danach habe ich später auf die AS-50, also auf eine Sniper, umgewechselt mit der FMG-9. Mitgenommen habe ich Plünderer, Hardliner und ruhige Hand. Und das Ganze noch abgerundet mit Killstreaks wie eine Drohne, eine Predator und dann noch den Payflow, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, es müsste der Payflow sein. So, ja, wie gesagt, ich habe erst vor kurzem angefangen, Modern Warfare 3 zu spielen. Und bis jetzt gefällt es mir eigentlich noch relativ gut. Also, das werde ich sowieso noch später was sagen. Ist übrigens momentan mein allererstes nachkommentiertes Gameplay von Modern Warfare 3. Normalerweise habe ich immer live gespielt und dabei aufgenommen. War jetzt aber nicht so das Beste, weil, wie gesagt, man kann sich nicht so ganz konzentrieren, wenn man das nachkommentiert und gleichzeitig spielt. Also wenn man das generell live kommentiert und das dann gleichzeitig spielt. So, hier hat er mich einmal weggezogen. Egal. Ja, ich mache dieses Video, weil das alte Evenet diese Woche down ist. Also wir haben jetzt Montag, nach momentanem Stand. Ich nehme das jetzt gerade am Montag auf. Und am Sonntag kam halt die Nachricht vom alten Evenet, dass sie das im Laufe der Woche, also Activision, das offline zwingen wird. Und ich habe das mir erst gestern gelesen und war erstmal ziemlich geschockt, weil ich persönlich ja auch ein alter Evenet-Spieler war. Und ja, da es jetzt weg ist, wird auf jeden Fall einiges fehlen. Und der Typ denkt sich anscheinend, läuft einmal ums Eck und läuft mir weg. Ja gut, da ist auch gerade noch eine Predator eingeschlagen. Ich stehe übrigens mit einem Kollegen, das ist der DSC Cerberus, den sieht man ja auch manchmal rumlaufen. Dieser Lümmel, irgendwo nur am Killen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ich habe dazu jetzt auch noch ein Video hochgeladen, zu dem alten Evenet. Und hier habe ich auf den Sniper umgewechselt, auf die AS-50. Und habe mir gehofft, dass ich damit was reiße, weil es mit der SCAR irgendwie nicht funktioniert hat, diese Runde. So, hier gucke ich schon ein bisschen aus dem Fenster, aber keine Gegner. Da war schon einer, hatte er nur Hit bekommen. Dann habe ich noch ein paar Schüsse auf ihn abgefeuert, aber auch nicht getroffen, da wurde ich von hinten gemessert. Das sollte man natürlich nicht machen, irgendwo in einem Raum stehen und dann sich nur auf den einen Gegner konzentrieren. Da hinten war noch einer. Meiner Meinung nach war das da gleich gerade eben ein Kopfschuss, aber das Spiel hat das anscheinend nicht so gesehen. Und fand ich ein bisschen scheiße. Egal. Da ums Eck ist da wieder ein Gegner, ich nehme kurz die FMG raus. Hau ihn weg. Krieg eben einen Waffenrang und werde eben von der Luftrakete weggenuked oder was auch immer. Da ist schon wieder eine. So, als Sniper bin ich relativ ungeübt, also vor allem in Modern Warfare 3, das ist ja mal was ganz anderes als Modern Warfare 2. Dann spiele ich leicht etwas defensiver, wie man sieht, also ich hänge oft mehr in der Ecke rum, anstatt irgendwo zu rushen oder so. Ist vielleicht verständlich, weil, naja, ich bin halt noch ein Anfänger da drin. Und da hat mich die Rakete schon wieder erwischt. Da hat mich im Endeffekt wieder null gekratzt, weil, naja, wie gesagt, mit dem Sniper bin ich nicht so geübt. Deswegen liebe ich einfach nur auf der Stelle stehen, anstatt irgendwo jetzt so rumzulaufen. Da habe ich gerade wieder einen Gegner gesehen. Dachte mir nur, oh, wenn ich die FMG rausknallt habe. Aber natürlich ist oben wieder einer und klaut ihn mir einfach. Das war natürlich nicht so cool. So, da gucke ich jetzt einfach mal ein bisschen. Kriege ich da einen? Da ist einer. Den haue ich mal sofort weg. Schöne 150 Punkte bekommen. War auf jeden Fall sehr gut. Dann dachte ich mir mal, gehst mal hinten rum. Vielleicht erwischst du da ja mal einen. Passiert ja mal, dass hier irgendwelche Typen mal am Schlafen sind. Da ist wieder einer. Ich werfe eine Flash, aber er hat mich noch erwischt. Das war ein Reflex, die Flash zu werfen. Das hatte ich nur so früher von MW2. Und da oben hat mich wieder einer erwischt. Den habe ich jetzt auch irgendwie zu spät kommen sehen. Da hätte ich wahrscheinlich auch noch anders reagieren können, aber naja. Wie gesagt, meine Reflexe sind schon eingerostet, vor allem bei MW3. Muss man sich erstmal angewöhnen. Und da ist wieder einer, den fetze ich einfach mal mit einem Schuss weg. Der ist mir einfach mal ins Korn gelaufen, das muss einfach mal sein. Da ist schon wieder einer und der erwischt mich. Hätte man anders machen können, aber ich bin Kackboden, was soll ich dazu sagen. So, was wollte ich mich eigentlich noch über unterhalten? Genau, mein momentaner Level ist 30. Also nach ungefähr einem Wochenende spielen. Ich habe jetzt insgesamt am Freitag viel gespielt, am Samstag habe ich kaum gespielt, am Sonntag habe ich umso mehr wieder gespielt. Da war jetzt einer, den habe ich kurz gesehen, aber der hat sich wieder verpisst. Da bin ich ja noch echt zu langsam für und da ist wieder einer.
Ich hole natürlich die FMG raus, aber da war schon wieder viel zu spät, also... Da muss ich auf jeden Fall nochmal ran an den Sniper. Das geht nämlich gar nicht fit, wie ich mich damit anstelle. So, und ich wollte auf jeden Fall noch was zu meinem ersten Eindruck von Modern Warfare 3 sagen. Das Spiel ist... Ja, das muss ich kurz nochmal einbringen. Da hinten meinte ich, einen Gegner gesehen zu haben, aber anscheinend bin ich blind oder irgendwie nur dämlich, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich auf ein Stück Metall geschossen, wie es sich herausgestellt hat. So, und ich wollte noch was zum MW3 sagen, mein allererster Eindruck von dem Spiel. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu MW2. Es hat noch ein paar Macken. Ich finde immer noch, dass die Killstreaks absolut overpowered sind. Statt den Killstreaks gibt es jetzt Pointstreaks. Wo der Unterschied ist, ist mir momentan noch nicht klar. Pointstreaks und Killstreaks ist für mich irgendwie ein und dasselbe. Und ich verstehe jetzt irgendwie auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber es wird schon einen Sinn haben. Es gibt verschiedene Pakete, einmal ein Team-Support-Paket und einmal ein Angriffspaket. Das finde ich mal lustig, denn entweder man kann halt im Team helfen oder halt wieder auf Einzelgänger spielen. Da fällt sich wieder einen weg. Schönes Comeback bekommen, muss einfach mal sein. Nach so vielen Deads. Auf jeden Fall guttunend. Dann suche ich wieder einen, aber keinen gefunden. Naja. Jedenfalls, MW3 ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, das besser zu üben, sodass ich auch viel bessere Gameplays machen kann. Weil das war jetzt einfach nur so jetzt notgreifend das erstbeste Gameplay, das ich hatte. Meine anderen Spiele waren so grottig schlecht. Also man... Sagen wir es mal so, mein allererstes Spiel auf Alter IWNet war relativ gut. Das war auf Rust, Free for All. Da habe ich relativ gute Stats abgesandt, obwohl ich das erste Mal Modern Warfare gespielt habe überhaupt. Oder Modern Warfare 2, vorher habe ich noch COD 4 gespielt. Und ja, sehr schön, trotz Flash einfach mal weggeknallt, so muss das sein. Hier habe ich es durchs Glas versucht, aber nicht geklappt. Und das war eigentlich ein Teamkamerad, ich habe das nur noch nicht gesehen. So, da habe ich mich auch ein bisschen dumm angestellt, irgendwie nichts getroffen, aber naja, was soll's. Und auf jeden Fall bei MW3 hat das viel länger gedauert, bis ich drin war. Also, ich habe halt mit der UMP angefangen zu spielen und dann ging es einigermaßen, habe ich mich wieder so ein bisschen angewöhnt, ein bisschen warm gespielt, das muss einfach mal sein. Und dann nach einer Zeit ging es dann einfach wieder. Und ich weiß auch nicht, warum ich da einfach nichts getroffen habe. Also, ich habe dann wirklich nur einen erschossen und das war es dann plötzlich wieder. Also, da habe ich mich vielleicht dümmer angestellt, als hätte es sein müssen, aber gut, was soll man da machen, ne? Ich denke mal, ich werde auch bei der Sniper bleiben. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Map überhaupt irgendeine Killstreak erreicht habe. Eventuell vielleicht eine Drohne oder sowas, aber mehr auch wieder nicht. Wie man hier wieder schön sieht, bin ich eher defensiv unterwegs. Also ich bin hier in der Base drin und bewege mich da auch kaum raus. Hier versuche ich mal einen Gegner zu finden, aber es klappt auch nicht wirklich. Also ich traue mich jetzt ein bisschen weiter voran, weil ich dachte mir, vielleicht killst du vielleicht noch was. Und da ist da hinten einer. Aber der wird schon wieder weggerotzt, so wie der Alberto sagen würde. Und ich dachte mir wieder nur, ja scheiße, was machst du jetzt? Weitergehen wäre ja doof, weil du bist mit dem Sniper unterwegs, vom Nahkampf her kannst du nicht mit punkten. Gehst du vielleicht mal hoch aufs Dach und versuchst mal da einen zu erwischen, das wäre vielleicht mal eine Lösung. Und da waren tatsächlich welche Gegner. Ja, da waren tatsächlich welche und ich dachte mir nur, ja, schaust dich ein bisschen besser um. Und da hinten sitzt doch einer. Einmal angehittet, aber der ist sofort weggerannt, der Feigling. Und ja, ich dachte mir natürlich scheiße. Und ich habe gesehen, dass unten einer von meinen Kollegen weggekotzt wurde. Da habe ich einfach mal sofort reagiert und den Kollegen eben gerecht und ihn eine schöne Kugel dem Gegner verpasst, ne? Muss einfach mal sein. Da kommt schon wieder einer, den habe ich angefragt. Sofort die FMG raus, noch einen Assist gekriegt. Schade, dass es kein Kill war, wäre richtig schön geworden, aber man kann ja nicht alles haben. Der Gegner wurde da hinten wieder platt gemacht. Also da konnte ich jetzt echt nichts machen. Und die Situation war jetzt richtig geil. Brauchen nur noch 2 Kills bis zum Sieg. Der Vorletzte wurde gerade eben geholt und da kommt der Gegner raus und ich schieße ihm wirklich noch ins Bein und hole den Siegtreffer. Das hat mich persönlich davon echt überzeugt, dass dieses Gameplay mein allererstes Gameplay werden sollte. Also dieses Video, diese Demo, mein allererstes Gameplay werden sollte. Und ich habe es hier hochgeladen und ja, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hätte schlimmer sein können. Naja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Demo, Gameplay, was auch immer wieder. Das war Black Shoot von Black Thunder Team. Macht's gut. Ciao.